Hallo mein Freund, stelle dir vor, dass in deiner Stadt plötzlich eine Katastrophe geschieht, zum Beispiel ein Erdbeben oder eine Überflutung, und du deine Wohnung und auch deine Stadt sofort verlassen sollst, um zu überleben. Leider ist in dieser Welt nichts ausgeschlossen, und für den Fall würde ich mindestens Überlebenssachen vorbereiten, die ich sofort mitnehmen kann. Am schnellsten kann man die Stadt mit einem Motorrad verlassen, wenn es noch nicht zu spät ist. In solchen Situationen entsteht einfach sehr schnell Stau und mit einem Motorrad kann man schneller weiterkommen. Ich habe ein Motorrad und meine wichtigsten Sachen befinden sich in dieser Motorradjacke. Diese schützt gegen Wind und Wasser, ist ziemlich warm und hat viele Protektoren am Ellbogen, Schulter und Rücken. Aber wichtiger sind die Sachen, die ich in die Taschen der Jacke lege. Hier siehst du alles, was in der Jacke liegt. Zuerst ist das so ein Überlebenspäckchen. In diesem Päckchen liegt zum Beispiel ein kleines Messer, Sachen für Fischerei, ein Kompass, Feuermacher, eine Rettungsdecke und ich habe extra einige Medikamente reingelegt und so weiter. Ins Kondom kann man zum Beispiel Wasser reinmachen. Man muss auch Streichhölzer haben, Pfeffer für Schutz gegen Tiere und auch gegen Menschen, wenn sie angreifen, die Uhr, ein Handy und USB mit wichtigen Daten. Weiter habe ich ein Messer, der nicht weich sein soll. Hier ist eine Antario-Kneife, der Stoff der Kneife heißt aus 8. Und eine Lampe, die man an den Kopf anziehen kann. Und auch einen Sparmodus einstellen. Hier sind verschiedene Schlüssel von Motorrad und Wohnung. Es können einfach Zweitschlüssel sein. Und mein Ausweis oder Reisepass. Motorradschein, Geld, Führerschein und alle Papiere, die man braucht. Und schließlich ein Bandana, die zum Beispiel als eine Mütze oder Halsschutz benutzt werden kann. Zusätzlich kann man natürlich einen Überlebensrucksack vorbereiten. Hier ist ein Bundeswehrrucksack. Und dorthin lege ich die folgenden Sachen. Rechts oben sieht man nochmal, was in der Jacke liegt. Alle anderen Sachen liegen im Rucksack. Für das Handy oder ein Funkgerät kann man ein Sonnenladegerät mitnehmen. Und ein Kabel dazu. Und wenn es in die Jacke nicht passt, dann ins Rucksack. Alles, was hier liegt, befindet sich im Rucksack. Zuerst ist das ein Filter. Diesen Filter kann man an solchen Flaschen festmachen und somit Wasser filtrieren von Bakterien, nicht von chemischen Stoffen. Damit kann man ca. 50 Liter Wasser filtrieren, aber am besten kocht man das Wasser. Dafür kann man ein Herd und Feuertabletten benutzen. Die Feuertabletten liegen auch im Herd. Um das Wasser zu kochen, kann man so ein Heizkessel benutzen. In diesem Heizkessel liegen bei mir auch Konserven, Tee, Salz, Zucker, ein Teelöffel und Gabel, Streichhölzer, Papiere und auch andere kleine Sachen, die man essen kann. Insgesamt muss man sich mit einer Verpflegung für mindestens 3 Tage versorgen. Deswegen nehme ich zusätzlich dazu andere Konserven mit Fleisch und Fisch. Damit kann man schon einige Zeit überleben. Und zum Beispiel die sogenannte Überlebensration. Hier sind aber nur Kohlenhydrate, kein Protein. Die Energie von einer Packung reicht aber für 2 Tage. Und dieses Lebensmittel ist sehr süß. Man kann aber auch zum Beispiel Notration für Verpflegung mitnehmen. Diese ist nicht süß. Sie schmeckt wie Kekse und enthält auch Proteine. In der Verpackung liegt auch Tee und Entkeimungstabletten. Man kann auch zum Beispiel trockene Suppe mitnehmen. Es braucht nicht so viel Platz. Solche Dinge kann man einfach und schnell zubereiten. Als nächstes würde ich eine Verbandtasche mitnehmen. Ich werde aber hier nicht extra über den Inhalt reden. Im Rucksack kann natürlich auch ein Zelt liegen. Da ich mit einem Motorrad bin, lege ich den Zelt lieber in eine andere Tasche. Stattdessen lege ich in den Rucksack einen Regenanzug, der auch ein bisschen Wärme bewahren kann. Solche Anzüge benutzt man in der Bundeswehr. Man kann so einen im Internet kaufen. Und das ist eine Isomatte. Die ist ziemlich klein und leicht. Das Ding reflektiert auch gut die Wärme vom Feuer.
ist aber ziemlich hart. Man kann aber damit schlafen. Oder man kann auch natürlich eine normale Isomatte mitnehmen. Dazu nehme ich einen Schlafsack, ein Handtuch und Unterwäsche. Dazu gehören zwei Paar von Socken, Sporthose und T-Shirt. Und bitte Taschentücher und Tüten für Ihre Sachen nicht vergessen. Hier liegen auch ein paar Mülltüten. Wenn ich zum Beispiel reise, dann helfen solche Sachen sehr. Ich nehme auch meine Zahnpasta, Zahnbürste und Seife. Diese sind nicht besonders groß und schwer. In diese Tasche kommt alles, was hier liegt. Das sind diese Feuersachen mit Anzünder. Diese passen gut hier rein. Mülltüten. Diese können auch größer sein. Papiere für Anschreiben. Ein Stift mit Gummis. Ein Isolierband, Toilettenpapier, Zweitmesser, ein Seil, naja, bei mir ist das zu klein, Faden, zweimal Streichhölzer, zusätzliche Batterie für diese Lampe und Silbermünzen. Wenn zum Beispiel keiner mehr Papiergeld nimmt, dann helfen die Münzen vielleicht. Das sind 10 € Münzen. Man kann damit auch heute bezahlen. Und bei allen Währungen haben sie den gleichen Wert. In diesem Rucksack gibt es noch Platz für Handschuhe, Schlafdecke, Sporthosen, vor allem für Wärme. Und das ist nur für Sommer. Und Golf. Ich gehe davon aus, dass ich schon eine andere Bekleidung trage. Und das sind nur Wechselsachen. Den Rucksack kann man auch ohne Motorrad mitnehmen. Aber wenn man ein Motorrad hat, dann würde ich auch eine zusätzliche Tasche mitnehmen. Das ist eine spezielle regenfeste Motorradtasche. Diese lässt sich leicht schließen. So muss man zuerst drehen und dann schließen von beiden Seiten. Und die Tasche lässt kein Wasser durch. Stattdessen kann man auch ein Topcase benutzen. Mit diesem Gürtel befestige ich die Tasche an mein Motorrad. In dieser Tasche befindet sich ein Zelt. In diesem Zelt können 2 bis 3 Personen schlafen. Man kann auch einen kleineren Zelt mitnehmen. Als weiteres kann man auch wärmere Sachen mitnehmen, Jeans und Pullover. Sonst wird es schwierig, wenn es kalt wird. Dazu würde ich einen Gasballon mitnehmen, um das Wasser schneller zu kochen. Auf diesen Kopf kann man den Heizkessel stellen und damit kann man insgesamt etwa 30 Liter Wasser kochen. Es reicht für ein paar Wochen. Daneben liegt ein Paracordseil, etwa 10 Meter lang, ziemlich fest, und Geschirr mit 2 Teller, 2 Tassen und Bundeswehrbesteck. In dieser Tasse liegen auch Vitaminen und Mittel gegen Sonne und Insekten. Für Motorrad sind diese Dinge nicht so schwer, aber sie können helfen, wenn dich zum Beispiel Mücken angreifen. Für das Überleben sind sie nicht besonders wichtig, aber für Komfort doch. Hier liegen nicht die erstnötigsten Sachen, aber sie machen das Leben leichter. Zum Beispiel diese Wechselschuhe. Es müssen nicht unbedingt Sportschuhe sein. Oder zum Beispiel diese sowjetische Schaufel mit Klinge. Das kann man nicht nur als Schaufel oder für Selbstschutz benutzen, sondern auch als Pfanne oder Axt. Außerdem kann man nochmal die Unterwäsche mitnehmen und die Mütze. Sonst, wenn es noch Raum bleibt, nimm am besten mehr Getränke und das Essen mit. Hier sind nochmal Fleischkonserven, Nudeln, Kartoffelpulver und verschiedene Rationen. Okay, und in diesem Box befinden sich Taschentücher, Streichhölzer, große, dann einfach eine Karte, die meine Identität nachweisen kann, wenn ich zum Beispiel meinen Ausweis verliere, Vitaminen und Mineralien Oinova, es hilft für Gesundheit, dann ein Werkzeugset, hier hat man verschiedene Werkzeuginstrumenten. Zange, Nagelfeile, Messer, sogar Längenmesser, Shampoo, Seife, Kerze, ein Schloss,
Faden, Karabine, ein Stift und Papier und auch so ein Kleber. Selbstverständlich muss man auch eine Karte mitnehmen, um eigene geografische Lage zu wissen, wenn zum Beispiel kein GPS funktioniert mehr. Denn alles ist möglich. Und ich wünsche, damit du keine Schutzweste brauchst oder Gasmaske. Hoffentlich geschieht nichts. Sei bereit. Tschüss.